Dem Erbauer sei Dank, ihr seid zurück. Die Kaiserin hält gleich ihre Rede. Was sollen wir machen? Die Großherzogin ist die Mörderin. Lasst sie nicht in die Nähe der Kaiserin. Die Herzogin? Sofort, Inquisitor. Silenzium! Ihre kaiserliche Majestät geruht zu sprechen. Lords und Ladies, als Land betrauern wir unsere gefallenen Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern, Freunde und Liebsten. Der Himmel ist aufgerissen. Die Göttliche ist tot. Und viele fürchten das nahende Ende. Orlais muss standhaft bleiben. Ein Bollwerk, hinter dem ganz Feders Schutz findet. So war es seit 1000 Jahren. Und so wird es immer sein. Dies alles wäre ohne Hilfe nicht möglich gewesen. Liebe Base, bitte tretet vor. Großherzogin! Zurück! Jetzt! Für Korypheus, tötet sie! Kallen, beschützt die Leute! Ja, Inquisitor. Nun bin ich vollends besiegt. Ihr habt mir den Augenblick meines Sieges geraubt und mich in Ungnade gestürzt. Und jetzt habt ihr eine wehrlose Frau in den Garten gejagt. Seid ihr stolz auf euch? Die Nacht ist noch jung. Alles, was ich tun muss, um die Lage zu retten, ist... euch zu töten, Inquisitor. Es ist so schön, dass ihr meiner kleinen Suarez beiwohnt. Komm zurück, Florian! Schon gehen, euer Gnaden? Ist auf der Mauer. Wo ist die Herzogin? Vorsichtig! Da ist etwas vor! Kommt raus, Florian! Euer wird doch jetzt erst richtig interessant! Was
auf. Aua! Bin ich ein wenig vernachlässigt. Blackhole braucht Hilfe! Tanzen wolltet, hättet ihr das doch einfach sagen können, Florian. Ihre Schwester wollte vor den Augen des Adels die Kaiserin töten, Gespard. Wer ist denn hier die Meisterspionin? Wenn jemand diesen Affront kommen sah, dann ihr. Ihr bestreitet nicht, dass ihr daran beteiligt wart. Natürlich bestreite ich es. Ich wusste nichts von Florians Plänen. Ihr jedoch, ihr wusstet über alles Bescheid und habt doch nichts unternommen. Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Dass ihr mich für allwissend haltet oder wie erfolglos ihr euch bemüht, den Unschuldigen zu spielen. Schluss jetzt!
Wir dürfen nicht streiten, während Tevinter Intrigen gegen unser Land spinnt. Um des Reichs willen. Ich will antworten. Ohne Briellas Hilfe hätte ich Florian nicht rechtzeitig gefasst. Ihr habt zusammengearbeitet? Natürlich. Gaspard hat einen Gesandten des Rats der Herolde ermordet. Wir fanden unten die Leiche und das Messer des Herzogs. Der Rat wird ein derart entsetzliches Verbrechen nicht dulden, Vetter. Das wäre ein schreckliches Verbrechen, wenn es denn stimmte. Allerdings habe ich nichts dergleichen getan. Redet nur weiter, Gaspard. Vielleicht glaubt euch ja irgendwann jemand. Sein eigener Söldnerhauptmann wird bestätigen, dass Gaspard gedungene Schläger für einen Angriff in den Palast eingeschleust hat. Söldner? So viel zu eurer Chevaliersehre, Vetter. Briella hat all das für euch in Erfahrung gebracht, Selene. Angesichts der überwältigenden Beweislast bleibt uns keine andere Wahl, als euch zum Feind des Reiches zu erklären. Hiermit verurteilen wir euch zum Tode. Ich denke, Botschafterin Briella verdient für die Aufdeckung dieser Intrige eine Belohnung. Für diesen Dienst am Reich, Briella, wird euch euer Verrat verziehen. Allerdings werdet ihr ins Exil gehen. Ihr seid zu gütig. Danke, Inquisitor. Für alles, was ihr heute Abend getan habt. Ich verdanke euch mein Leben. Und Olli seine Zukunft. Ihr habt dem Reich einen Dienst erwiesen, den es niemals vergessen wird, mein Freund. Diesen Frieden habt ihr ermöglicht. Ihr seid wahrhaftig Andrastes Werkzeug. Olli wird sich stets an eure Hilfe erinnern. Ebenso wie ich. Lords und Ladies des Hofes, dieser schmerzliche Bürgerkrieg ist beendet. Das Reich von Orléans ist wieder geeint. Diejenigen, deren Selbstsucht uns in diesen Krieg getrieben hat, wurden bestraft, wie es Verrätern gebührt. Gaspard de Chalon ist des Hochverrats schuldig. Er ist nicht länger unser Vetter und wird in Orléans niemals wieder Titel oder Land besitzen. Wir haben genug verloren. Es reicht. Jetzt können wir nach vorne blicken und uns der Heilung und Aussöhnung widmen. In der Stunde unserer Not war es die Inquisition, die uns gegen diese Gefahren beistand. Jetzt ist es an Orly, dem Herold Andrastes beizustehen, um diese Krise zu bewältigen. So werden in kommenden Zeitaltern unsere Kinder und Enkelkinder sagen können, wir hätten ihnen eine bessere Welt hinterlassen. Möchtet ihr das Wort an den Hof richten, mein Freund? Das Ende des Krieges war nur der erste Schritt. Unser Ziel muss es sein, ganz Sedas Frieden zu bringen. Wahre Worte, Inquisitor. Wir bei Hofe müssen unsere Mittel nutzen. Nicht jede Schlacht wird im Kampf gewonnen. Doch das ist das Morgen. Heute Nacht feiern wir unseren Sieg, meine Freunde. Auf dass ihm noch viele weitere folgen mögen. Der orlesianische Adel bejubelt trunken vor Freude und Punsch euren Sieg. Und ihr seid nicht da, um euch feiern zu lassen? Ermüden euch ihre Glückwünsche wirklich so schnell, Inquisitor? Das erscheint mir recht unstet nach allem, was ihr für sie getan habt.